for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Heute mit meinem Intro-Tierchen habe ich es ein bisschen stressig. Eine Abgottschlange Boa Constrictor. Das ist auch so eine ganz typisch klassische Terrarienboa. Das ist weder Constrictor noch Imperator. Das ist einfach so ein Terrarienmix, wie sie seit Jahrzehnten in der Terraristik gezüchtet und früher auch mehr oder weniger kreuz und quer miteinander verpaart wurde. Also man kann den weder Imperator noch Constrictor noch rauslesen. Wieso sie mein Intro-Tierchen heute ist, ich finde es ist ein ganz imposantes Riesentier eigentlich für eine Boa. Also die hat bestimmt, ich weiß nicht wie viel, geschätzt, ich würde jetzt mal 10, 15 Kilo würde ich mal schätzen, hat die mindestens und so runde 3 Meter. Also für eine Boa Constrictor doch eine echt ordentliche Größe. Also wenn ihr das seht, wenn ihr eine Boa zu Hause seid, guckt euch an, wie groß so ein Boa-Weibchen werden kann. Also das können schon ganz ordentliche Brocken werden. Und von dem her, große Boa, das passt auch ganz gut zu unserem heutigen Thema. Das Thema heute sind die Großraumterrarien bzw. auch der Terrarienraum, also ein extra Raum nur für Terrarien. Oder aber das Raumterrarium, Terrarienraum, sprich ein Raum, viele kleine, kleinere, mittlere Terrarien drin. Oder Raumterrarium, also im Prinzip ein Raum, den ihr als Terrarium verwendet oder ein Teil vom Raum, den ihr abtrennt als riesiges Terrarium. Da wollen wir heute miteinander drüber sprechen. Man muss da auch gleich wegen unterscheiden. Also jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem Terrarienraum oder Terrarienzimmer. Die Echsenhalter und Schildkrötenhalter, die werden es vermutlich so machen, die werden den Raum in gewissem Grad temperieren auf 22, 23, 25 Grad, je nachdem, was sie so als untere Temperatur brauchen. Und bei den Echsen und Schildkröten müssen wir unheimlich viel mit Licht arbeiten oder eigentlich fast nur mit Licht. Das heißt, in jedem Terrarium sind dann Lampen drin und all diese Lampen in den Terrarien, die machen den Raum an sich schon warm. Also da ist zum Teil dann sogar eher das Problem, da muss ich den Raum schützen, dass er nicht zu heiß wird. Also gerade im Sommer, wenn es draußen meinetwegen auch noch warm ist, dann habe ich eher das Problem, wie kann ich den Raum kühler halten, damit er nicht überhitzt. Aber ich muss nimmer viel Energie in den Raum selber reinbringen, weil die ganzen Lampen das schon machen. Dann gibt es die Schlangenhalter, so wie mir jetzt in der Königspythonzucht zum Beispiel. Wir haben wenig bis gar keine Lampen in den Terrarien oder man verwendet LED-Lampen in den Terrarien, die keine Temperatur abgeben. Also brauche ich die Wärme. Das ist als Schlangenhalter ist ja das so immer die haupttechnisch so der Schwerpunkt sozusagen. Wie kriege ich das Terrarium warm? Und dann kann ich hingehen und eben den ganzen Raum auf die Temperatur bringen, die ich haben will. Und das zeige ich euch jetzt in unserem Zuchtraum. In dem Fall hier in der Zucht bei uns haben wir einen Terrarienraum sozusagen, beziehungsweise eher einen Reckraum. Wir heizen den Raum hier hoch auf 31 Grad. Wir haben hier so eine Elektroheizung drinstehen. Früher war Elektroheizung ja völlig verpönt, was weiß ich, für Energieschlucker und so weiter. Da war Gas und Erdöl viel billiger. Mittlerweile schenkt sich es von den Kosten eigentlich fast nichts. Also diese Elektroheizungen, da haben wir wirklich auch gute Erfahrungen gemacht. Hat 2000 Watt, heizen wir den Raum hoch. Hier das Ganze über den Thermostat stellen wir ein. Tags 31 Grad, nachts gehen wir auf 27, 28. Jetzt wird die Frage nach dem Temperaturgefälle kommen. Durch das, dass die Außenwände natürlich deutlich kühler sind wie hier in der Mitte, haben die Tiere in den Racks, haben sie vorne eine höhere Temperatur, also da haben sie rund eben die 31 Grad, wie wir den Raum haben. Umso weiter ich Richtung Außenwand komme, umso mehr kühlt es ab. Also wenn wir es nachmessen, hinten an der Rückwand, da haben wir ungefähr so 27 Grad ganz hinten dran. Und so müssen wir nicht
jedes extra Reck oder jedes extra Terrarium, ne, wenn das jetzt Terrarien wären oder in den anderen Räumen, da haben wir auch die, verwenden wir zum Teil auch Terrarien, da haben wir so den gleichen Effekt. Ja. Ein wichtiger Punkt noch, wenn ihr mal da hochschaut, dieser Ventilator, das haben wir eigentlich erst die letzten Jahre gemerkt. Wir haben immer mordsmäßig geheizt. Die Wärme steigt natürlich auf und wir waren oben ganz warm und so die unteren waren relativ kühl, die Schubladen, mit so einem Ventilator. Also das ist mein Tipp an euch. Das ist brutal, was der für einen Unterschied macht. Ne? Man hat eine viel konstantere, gleichmäßigere Temperatur im Raum, weil er die warme Luft einfach wieder nach unten drückt. Und wir sparen eigentlich unheimlich Energie dadurch, weil er... wie gesagt, früher war es so, dann haben wir, damit wir unten irgendwie 30, 31 Grad haben, lief die Heizung wie verrückt. Oben hat es dann schon 34, 35 gehabt. Und seit wir das mit dem Ventilator machen, läuft die Heizung, ich würde bald mal sagen, nur noch auf halber Leistung. Also das ist wirklich ein sehr guter Tipp, den ich euch empfehlen würde, umzusetzen bei so einem, bei einem großen Raum, den ihr beheizt. Da macht es absolut Sinn. Das andere ist, wie gesagt, ein Großraumterrarium oder Terrarienraum. Also in dem Fall ist es kein Raum, aber wie gesagt, viele gehen hin und tun sich einen Teil vom Zimmer so abtrennen, das halbe Zimmer oder so, und haben dann so ein großes Terrarium. Da auch wieder wichtig die Heizung. In dem Fall haben wir das über die Zentralheizung gelöst. Das ist jetzt schon 20 Jahre, seit wir hier sind. Haben wir hier das Terrarium um die Zentralheizung umgebaut, beziehungsweise wir haben zusätzlich von der Zentralheizung noch Energie oder heißes Wasser weggenommen und haben hier eine Fußbodenheizung unten im Terrarium verlegt. Ne, das kann man jetzt natürlich nicht sehen. So heizen wir dieses Terrarium auf die notwendige Temperatur. Wenn man die Möglichkeit hat mit der Zentralheizung, ist das relativ oder ist das ganz praktisch. Man muss auch klein wenig aufpassen. In vielen Häusern oder Wohnanlagen schaltet die Zentralheizung nachts ja aus. Ne? Also wenn ihr dann so die Zentralheizung einbaut und die nachts komplett ausmacht, dann ist natürlich auch blöd. Dann geht das Ganze runter auf, was weiß ich, 16 Grad, 18 Grad. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Also wenn ihr die Zentralheizung verwendet, müsst ihr euch bewusst sein, dann muss die Tag und Nacht laufen. Oder ihr müsst eben doch auf die Elektroheizung zugreifen, die ich euch gerade gezeigt habe. Da seid ihr unabhängig davon. Die regelt einfach über einen Thermostat. Alternativ, oder das ist jetzt von der Fläche her, das hat, ich glaube, so 4,5 Quadratmeter Grundfläche. Das ist relativ groß. Wenn ihr es ein Stück kleiner habt, so 2 Quadratmeter, 2,5, dann kann man sogar noch mit Panels heizen. Diese Panels, also dann da muss man halt entsprechend viele reinmachen. Sagen wir mal, bei 2 Quadratmeter braucht er also mindestens 300 Watt an Energie, je nach Isolierung. Das heißt, da müsst ihr so 5 so Panels an die Rückwand machen. Im ersten Moment denkt man sich, um Gottes Willen, 5 Panels ins Terrarium. Das ist ja Wahnsinn. Andererseits, wenn ihr es euch umrechnet, dann seid ihr irgendwo bei guten 300 Euro. Sowas kostet die Heizung einfach. Ne? Und ist dann sicherlich, also diese Panel-Methode ist sicherlich auch gut, weil ihr eine relativ gute, gleichmäßige Wärme machen könnt. Und die dann natürlich nicht an der Decke. Ihr könnt vielleicht ein Panel an die Decke machen, aber ihr müsst die Panels natürlich unten anbringen, weil die warme Luft aufsteigt. Warme Luft aufsteigen, sind wir wieder beim Ventilator. Wir haben es jetzt in dem Fall nicht, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, da einen Ventilator oben hin. Aber das ist was, was ich in Zukunft mal ausprobieren werde. Ich könnte mir auch vorstellen, dass selbst bei so einem Terrarium ein Ventilator oben, der die Wärme runterdrückt, eigentlich eine ganz coole Sache ist. In dem Fall könnt ihr keinen so einen Ventilator nehmen, wie ihr es vorher gesehen habt, so einen offenen. Das muss dann irgendein geschlossener, abgedeckter sein, der die Wärme einfach von oben nach unten drückt. Also es gibt so geschlossene Ventilatoren mit so einem Gitter drumherum. Das ist was, wo ich in Zukunft mal ausprobieren will. Ja, eigentlich so viel schon zu den Großraumterrarien. Die Einrichtung muss natürlich entsprechend sein, irgendwelche großen Äste, große Wurzeln. Wichtiger Punkt noch, Wasserbehälter, wenn ihr es hier seht. Ich bin kein Freund von eingebauten Wasserschalen. Wenn die Wasserschalen eingebaut sind, dann habe ich es unheimlich schwer, das Wasser zu wechseln. In dem Fall haben wir so eine Wanne drin.
Die Tiere haben immer frisches Wasser zum Trinken. Ins Wasser liegen tun sie eigentlich eh nie, nach meiner Erfahrung. Es sei denn, ihr habt sowas wie Anaconda oder sowas, die liegen doch relativ viel ins Wasser. Aber Netzpython, Tigerpython, Boa, all die großen Tiere liegen eigentlich nur ins Wasser, wenn sie Milben haben. Ja? Dann probieren sie sich auch in so eine Wanne zu quetschen und dann ist das Alarmsignal für euch, hoppla, da ist was falsch, die haben Milben. Dann müsst ihr was unternehmen. Dann machen wir als noch eine Moosbox rein, wegen der Luftfeuchtigkeit, in dem Fall ohne Deckel. Manchmal machen wir auch einen Deckel drauf mit einem Schlupfloch, wo die Tiere reinkriechen können. Und dann natürlich Ablagemöglichkeiten. Umso größer die Tiere werden, umso schwieriger natürlich mit den Ablagemöglichkeiten. Ja, ja, so viel zum Großraumterrarium, wie ich es euch vorschlagen würde. So habe ich das bei uns hier gelöst. Dann gibt es natürlich noch praktische Hilfsmittel für so große Terrarien. Da macht es auch Sinn. Also ich würde sagen, umso größer ein Terrarium wird, umso mehr Sinn macht es, sich technisch ein wenig helfen zu lassen. Zum einen natürlich, aber das machen wir auch bei kleinen Terrarien, so mit Thermostat oder beziehungsweise Thermohygrostat. Das ist ganz gut. So kann ich die Temperatur regeln. Hoch und runter kann ich auch die so eine Elektroheizung zum Beispiel anschließen und darüber regeln, müsst ihr aufpassen mit der maximalen Wattzahl. Der hier geht jetzt bis 400 Watt als Beispiel. Je nachdem, was ihr verwendet, müsst ihr schauen, dass die Wattzahl mit dem Thermostat, also wenn ihr so eine, wie mir oben, so eine 2000 Watt Heizung, da wird es schon schwieriger, einen Thermostat zu finden, der diese Energie ab kann, ne? Je nachdem. Was auch eine tolle Sache ist für so ein großes Terrarium, ist so eine Beregnungsanlage. Hier gibt es ganz neu eigentlich von Reptisoo ein super tolles, cooles Teil. Ich glaube, ihr wisst, ich bin als nicht derjenige, der hierher kommt und immer irgendein Produkt anpreist und großartig Werbung macht. In dem Fall mache ich es eigentlich doch ganz gern, weil die ist wirklich cool. Ich glaube, von allen Beregnungsanlagen, die es im Moment gibt, ist der Mercedes oder der Porsche unter den Beregnungsanlagen. Zum einen, ihr habt so die typischen Funktionen, ne? Zyklus 1, 2, 8, 12, 16, 20, 24 Stunden. Das heißt, wenn ich den jetzt zum Beispiel auf 12 Stunden stelle, geht die zweimal am Tag an. Dann stelle ich hier ein die Sekunden. Wie viele Sekunden soll sie angehen? Mache ich meinetwegen 2 Sekunden. Und hier Minimum, Maximum, wie viel da rauskommen soll. Ne? Dann habe ich hier den Schlauch. Da kann ich verschieden viele, ich glaube bis zu, müsste ich gucken, ich glaube 12 Düsen oder wie viel man anschließen kann an diesen Schlauch. Und das wirklich Coole, was wirklich auch eine tolle Sache ist, das Ding macht hier auch nicht, also ihr kennt vielleicht von früher die Beregnungsanlagen, die machen dann wahnsinnig Krach oder weiß der Herrgott was. Das Ding surrt wirklich schön leise vor sich hin, macht hier einen super Sprühnebel. Von dem her ganz toll. Was auch perfekt ist zum Nachfüllen, ich kann hier oben Wasser reingießen, also ich muss das nicht irgendwie aufmachen, sondern das hier ist der Nachfülltrichter, kann ich hier reingießen zum Nachfüllen, damit der Tank wieder voll ist. Finde ich auch recht toll und innovativ. Also das ist wirklich ein cooles, innovatives Teil, was ich euch an dieser Stelle zeigen möchte. So viel aber zum Thema Großraumterrarien. Also wer so riesige Viecher zu Hause hat oder wer viele Terrarien zu Hause hat, da macht sicher Sinn, dass ihr euch überlegt, ob ihr nicht alles einzeln heizt und macht, sondern eher den ganzen Raum heizt. Dazu wollte ich euch heute Anregungen geben und meine Tipps und meine Erfahrungen mit euch teilen. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.